Vor 2,5 Jahren habe ich mit 2, 3 Fahrzeugen vor der Haustür auf dem Stellplatz angefangen, habe mich selbstständig gemacht, habe hier die Halle bekommen. Wir haben dieses Jahr verkauft um die 100 Gebrauchtfahrzeuge, aber wir haben wesentlich hochpreisigere Fahrzeuge dastehen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wohnmobile Silbert. Wir blicken zurück. 2023 ist zu Ende oder neigt sich dem Ende zu. Und es ist dieses Jahr verdammt viel passiert. Ihr wart ja größtenteils oft dabei. Für Leute, die mich nicht kennen oder die das erste Mal vielleicht einschalten. Mich gibt es jetzt in der Branche schon seit 2014. So lange mache ich das schon. Die ganze Zeit nebengewerblich, seit 2,5 Jahren jetzt Vollzeit. Ihr begleitet mich dabei auf dem YouTube-Channel und ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie das Geschäftsjahr 2023 lief, geschäftlich wie auch ein bisschen privat. Ich erzähle meine Ziele und alles drumherum erzähle ich einfach mal, was 2023 so passiert ist und blicke einfach mal ein bisschen zurück aufs Geschäftliche. Wir haben, wie gesagt, seit 2,5 Jahren mache ich das jetzt Vollzeit. Vorher haben wir das nebengewerblich mit einer kleinen Wohnmobilvermietung gemacht. Das kann man jetzt auch ehrlich gesagt nicht dazu zählen, dass wir da ein riesen Unternehmen aufgebaut haben. Das war echt nebenbei und so, wie es gepasst hat. 2,5 Jahre mache ich das jetzt Vollzeit. Vorher habe ich, wie viele wissen, beim Vertragshändler für Fendt, Weinsberg, Knaus und so weiter, also für mehrere Marken, als Verkäufer gearbeitet und hatte die Vermietung nebenbei. Und habe dann irgendwann vor 2,5 Jahren, kurz nach Corona oder während Corona, meinen Job aufgegeben dort und habe mich selbstständig gemacht, habe hier die Halle bekommen, habe euch ja ziemlich früh mitgenommen, wie wir das hier alles verändert haben, was wir hier so drehen und machen und tun. Und mal, um auf ein paar Fakten zu 2023 zu kommen, grundsätzlich vielleicht erstmal einen kleinen Dank an alle, die mich unterstützt haben oder die mich nach wie vor noch unterstützen, die unseren Kanal abonniert haben und, das schon mal vorab, um vielleicht mal ein paar Daten, Fakten und Zahlen rauszulassen. Wir haben dieses Jahr verkauft um die 100 Gebrauchtfahrzeuge, darunter bestimmt so 30% Wohnwagen, mittlerweile 70% Wohnmobile. 2022 hatten wir kaum Wohnmobile, hatten wir nur Wohnwagen, weil das Kapital nicht da war für teurere Fahrzeuge. Also auch hier müssen wir mal bedenken, wir haben zwar jetzt nicht die Masse an Fahrzeugen mehr, also wir haben jetzt nicht auf einmal 50 Fahrzeuge hier stehen, aber wir haben wesentlich hochpreisigere Fahrzeuge da stehen. Wenn ich zurückblicke, vor 2,5 Jahren habe ich mit 2, 3 Fahrzeugen vor der Haustür auf dem Stellplatz angefangen. Das hat sich jetzt hier schon in 2,5 Jahren massiv verändert. Wir haben jetzt, wie gesagt, dieses Jahr um die 100 gebrauchte Fahrzeuge verkauft. Wir sind nach wie vor noch ein kleines Familienunternehmen, bestehend aus mir Vollzeit als einziger, mein Vater komplett in der Unterstützung. Also der hilft mir, wo er kann, wo er Zeit hat. Also er lebt quasi dafür. Und ich sehe das auch nicht als mein Business hier, sondern als unser Business von der ganzen Familie. Und ja, 100 gebrauchte Fahrzeuge haben wir verkauft. Hier, wie gesagt, wesentlich hochpreisigere teilweise, wie letztes Jahr oder wie ganz am Anfang. Wir haben unseren Umsatz zum Vorjahr verdreifacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir ein riesen Ziel gesetzt, ein Ziel, was ich eigentlich nicht erreichen konnte, habe ich gedacht. Das habe ich jetzt aber irgendwie doch geschafft. Da bin ich echt ganz schön stolz und froh drüber. Umsatz ist natürlich nicht gleich Gewinn, aber dennoch sind es Zahlen, mit denen wir arbeiten und da muss man schon sagen, habe ich nicht mit gerechnet, bin ich echt stolz drauf und haben wir verdreifacht zum Vorjahr. Kurze Anmerkung am Rande, ich wollte einmal Danke sagen für alle Kommentare, Views und alle Abonnenten, die mich hier täglich unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt, euch die Videos hier gefallen und mir einfach ein Zeichen dafür gibt, indem ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, vielleicht schon wieder mal einen Kommentar da lässt. Und würde aber sagen, wir machen weiter mit dem Video. Wir haben dieses Jahr tatsächlich sehr wenige Reklamationen gehabt im Vergleich zu dem, was wir verkauft haben. Also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen. Bei vielen war es eine Kleinigkeit, wo wir was nachschicken mussten. Wenn es echt große Reklamationen sind, wo mal was Größeres dran waren, kann ich das, denke ich, an der Hand abzählen. Natürlich sind jetzt auch noch viele in der Gewährleistungszeit, aber wie ich es auch vorhatte oder wie ich es auch als Ziel nehme, haben wir die Fahrzeuge meistens oder immer eigentlich, außer es war ein Exportverkauf, sehr, sehr ordentlich durchgecheckt, haben dementsprechend weniger Reklamationen gehabt, das mein Ziel war.
und haben echt verdammt, verdammt gutes Feedback bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich denke, wir haben durchaus positive Kunden. Natürlich können wir nicht alle glücklich stellen. Es gibt immer mal einen Fall, wo man sich vielleicht auch mal zankt, sage ich jetzt mal nett gesagt. Aber ich denke, auch da haben wir immer eine Lösung gefunden und würde sagen, wir haben durchaus positive Kundenresonanzen und können uns da glücklich schätzen, so einen tollen Kundenstamm zu haben. Und da bin ich auch echt froh drüber. Wir haben dieses Jahr die ersten Mitarbeiter angestellt. Das ist für mich nach wie vor noch ein Riesenthema. Zwar nicht vollzeittechnisch, wir haben jetzt nur Aushilfen eingestellt, davon mittlerweile 5-6 Stück. Hier lieben Dank an die Mitarbeiter, die, wenn sie das schauen, dass sie uns da unterstützen. Das ist ein Punkt, da bin ich echt, habe ich noch ein bisschen Bange vor, aber auch da werden wir noch zukommen. Aber wir haben die ersten Mitarbeiter eingestellt. Ich kann es mir heutzutage jetzt gar nicht mehr vorstellen ohne Mitarbeiter. Also man muss das so überlegen, wir sind immer noch ein Mann-Unternehmen plus Familie oder haben so gestartet. Und ich habe jedes Fahrzeug selbst, also von den 100 Gebrauchtfahrzeugen habe ich jedes Fahrzeug selbst angekauft, selbst verkauft, selbst aufbereitet, selbst repariert. Mittlerweile können wir dann wenigstens ein bisschen Strukturen schaffen. Es kann mir ein bisschen Arbeit abgenommen werden. Und da bin ich echt froh drüber, weil sonst hätte ich es niemals erreicht. Und das war schon echt ein schöner Punkt, auf den ich echt stolz bin oder auch glücklich drüber bin. Dann haben wir dieses Jahr eine weitere Halle gekauft. Also nicht, dass wir hier an dem Standort, wo wir uns gerade befinden, neben dem Bürogebäude noch 1, 2, 3 Hallen haben, die halt aneinander liegen, ne, die zur Ausstellung und zur Werkstatt gehören. Haben wir noch eine weitere Halle auf einem separaten Grundstück angemietet, wo ich hoffentlich irgendwann mal kaufen darf. Das ist passiert, das ist noch ein Punkt, der ist bei mir gar nicht im Kopf drin, weil das einfach so weit weg von meinen Vorstellungen. Ich bin so im Stress, ich kann das noch gar nicht alles so realisieren. Das kam jetzt die letzten Tage, wo es was ruhiger wird, weil der Dezember ist nun mal ein sehr, sehr, sehr ruhiger Monat. Das kam alles in meinem Kopf. Ich habe so ein Resümee passieren lassen oder einen Rückblick einfach mal passieren lassen und muss schon sagen, damit hätte man mich vor 2 Jahren gefragt, was ich heute mache, dachte ich immer noch, ich verkaufe meine paar Wohnwagen, kommen so langsam voran, dass jetzt so extrem gewachsen ist, das ist echt, kam die letzten Tage einfach hoch und das wollte ich jetzt einfach loswerden. Da bin ich echt dankbar für. Ich meine, ohne meine Kunden, ohne meine Familie, ohne meine Freunde und auch Mitarbeiter würde ich das alles nicht schaffen. Vielen lieben Dank dafür. Dann haben wir 2023, Ende 2022, also jetzt genau ein Jahr lang, unseren YouTube-Kanal, was mich extrem beschäftigt, was mich extrem glücklich macht, aber dazu drehen wir ein separates Video, dann gehen wir nochmal auf ein paar Daten ein. Hier schon mal vorab, vielen lieben Dank an die Community, an alle Leute, die das hier schauen, abonnieren und so weiter und so fort. Da bin ich echt froh drüber, das macht mich glücklich, es gibt mir Motivation weiterzumachen und Gas zu geben, aber da drehen wir gleich vielleicht nochmal ein separates Video zu, verlinken wir euch dann, wenn wir es schon gepostet haben. Wenn wir es noch posten, dann machen wir es genau andersrum. Das ist so ein bisschen der Rückblick 2023, um es echt mal jetzt ganz kurz zu fassen. Circa 100 gebrauchte Fahrzeuge, aber wesentlich hochpreisiger wie die, die wir im Vorjahr hatten. Umsatz verdreifacht, weniger Reklamationen, durchaus positive Kunden und Kundenresonanzen, die ersten Mitarbeiter, die neue Halle, der YouTube-Start, das sind so 7 Punkte, die ich grob erzählen kann, wo ich sagen kann, hey, das war doch ein tolles Jahr, haben wir echt gut gemeistert. Ansonsten haben wir auch, wie viele wissen, das ein oder andere private Objekt gestartet. Ich habe für 2024 2 neue Projekte am Start, zusammen 2 neue Gewerbedinge. Es ist in meinem Leben noch so viel geplant, ich habe noch so viel vor, gewerbetechnisch, also unternehmerisch. Und da kommt noch viel dazu. Aber wir haben jetzt für 2024 2 neue Projekte anvisiert, denen wir gerade hinterhergehen. Zum Glück hatten wir es im Dezember was ruhiger. Ich konnte meinen Kopf ein bisschen mehr da rein widmen. Ab Januar, Februar geht dann wieder hier das Geschäft aktiv los. Das ist natürlich immer noch meine Haupteinkommensquelle oder mein Hauptbusiness, mit dem ich arbeite. Das andere ist eher so ein Herzensprojekt, wo ich einfach Lust drauf habe. Das ist so privat oder das kommt privat, das ist privat passiert. Wie gesagt, 2024 steht viel und Großes an. Dazu, wenn ihr wollt, kann ich euch aber nächstes Jahr gerne ein bisschen Content drehen. Ansonsten haben wir dieses Jahr
habe ich zwei Immobilien gekauft, womit ich niemals gerechnet hätte, dass ich direkt in einem Jahr zwei kaufe. Das eine war zwar abrissfällig, können wir euch gerne nochmal hier verlinken für die, die mich nicht kennen. Das zweite Video wird demnächst kommen zu dem Thema Immobilienkauf. Da haben wir jetzt unsere erste Sanierung fertig. Wie gesagt, das waren meine ersten Immobilien, damit wollte ich jetzt mal starten. Das ist für mich eher so meine Zukunft, meine Rente, meine Rentenabsicherung. Wie viele wissen, glaube ich nicht mehr an meine Rente, deswegen habe ich dieses Immobilienthema im Hinterkopf, einfach für mich als Absicherung für A, schlechte Zeiten und B, für meine Rente. Ansonsten kurz und knapp meine Ziele für 2024, um das Ganze hier nicht in die Länge zu ziehen. Meine Ziele für 2024 sind erstmal die ersten Vollzeitstellen zu besetzen oder zumindest mal eine. Ich habe vor dem Thema Personal echt riesen Respekt, weil ich am Ende des Tages eine Familie ernähre damit und natürlich aber auch erstmal die Arbeit für das Personal schaffen muss. Ich muss Personal bezahlen können und das fällt mir noch schwer. Nicht, weil ich es nicht gern möchte, sondern weil ich einfach sagen will, wenn, dann will ich dem Mitarbeiter was bieten für immer. Mit einer schönen Arbeitsatmosphäre bieten und wie gesagt, da habe ich noch riesen Respekt vor, aber da will ich mich 2024, da will ich da rangehen, dass wir da echt was schaffen können. Ich will nächstes Jahr, wir haben dieses Jahr 100 Gebrauchtfahrzeuge verkauft, nächstes Jahr visiere ich 300 Gebrauchtfahrzeuge an. Bin gespannt, ob wir es schaffen, ihr werdet live dabei sein, ich nehme euch da mit. Aber 300 Fahrzeuge ist mein Ziel und ich will den Umsatz zu dem Jahr nochmal verdreifachen. Das sind meine unternehmerischen Ziele, die ich angehen möchte oder die ich angehe. Privat will ich vielleicht noch das ein oder andere weitere Haus kaufen oder die Wohnung, wenn sich das ergibt. Je nachdem, wie es finanziell dasteht. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der im Luxus lebt oder der sich hier irgendwie was Großes leisten will. Das ist echt für mich nur meine Absicherung. Und ich lebe meinen Job, ich liebe meinen Job. Und bin echt froh, dass wir das hier so auf die Beine stellen konnten. Bin auch durchaus dankbar für alle, die mich hier unterstützen. Alle, die mich geschäftlich wie privat unterstützen, mental wie in allem drumherum, die mir einfach mal Hilfe anbieten. Vielen lieben Dank dafür. Das war so ein kleiner Rückblick auf 2023. Vielleicht so eine kleine Zielsetzung für 2024. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein, wie wir 2024 überstehen werden. Ich glaube, das Jahr wird ein schönes Jahr. Und dachte, ich teile das einfach mal mit. Wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Martin.